Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht's weiter mit der Stehlen-Challenge und Mia befindet sich aktuell bei ihrem Zwillings- oder vielmehr Drillingsbruder, der gute Markus. Wie wir sehen, befindet Mia sich hier aktuell noch auf dem Sofa, da Markus' Frau Alessia gerade leider das Bett belegt. Aber wir haben immerhin, konnten wir unserer kleinen Conny das Babybett geben von der lieben Wendy, also von ihrer Cousine, die gerade draußen im Schnee steht mit ihrem kleinen Kleidchen. Auf jeden Fall werden wir gleich die gute Mia mal aus dem Bett schmeißen, weil ihre Bedürfnisse sehen eigentlich recht gut aus. Und dann werden wir anfangen, Markus zu bestehlen, ohne dass er das eben merkt. So, Markus ist eingeschlafen, dann kann die gute Mia dann auch mal aufstehen und wird dann jetzt hier einmal eine erfrischende Dusche nehmen. Und jetzt möchte sie doch erst nach Conny schauen. Sie möchte Conny irgendwo absetzen, wahrscheinlich auf dem Boden. Okay, wir müssen Conny gleich unbedingt füttern. Aber als allererstes wirst du jetzt hier einmal duschen gehen und dann kannst du hier denen einmal die Sachen klauen. Also die Dusche zumindest. So, und dann werden wir natürlich heute den Tag verbringen, indem wir eben hier Markus ausrauben werden. In der Hoffnung, dass uns hier keiner erwischt. Denn wir möchten halt nicht, dass Markus sieht, dass wir hier eben Sachen klauen. So, da füttern wir die kleine Wendy. Und falls ihr denkt, was ist das hier denn? Das ist kein Mod oder so. Das kam mit dem letzten Update hinzu. Da kann man halt selbstständig so einzelne Sachen lernen. Könnt ihr auch ausschalten in den Optionen-Menü. Dafür müsst ihr auf die Spieloptionen gehen. Und dann auf Tutorials und Tipps und dann könnt ihr hier den Entdeckungsquests ausschalten. Das mache ich einfach mal, weil mich das Ganze eigentlich hier jetzt so in diesem Spiel hier nervt. Conny ist sehr hungrig, wir wollten sie auch gerade füttern. Okay, das klappt ja ohne Probleme. Schade, ich dachte, wir könnten das hier vielleicht noch stehlen, aber das funktioniert nicht. Was können wir denn noch hier so mitgehen lassen? Wir können einmal hier das Bett mitgehen lassen, denn wir haben ja ein Reisebett für die kleine Conny. Aber Mia, setz Mia bitte einmal in die Rückbank. Paul ruft uns an. Hey, ich habe gehört, dass du gerne Sachen klaust. Ich möchte dich bitten, mein Haus nicht mehr zu betreten. Das tut mir leid, Paul, aber wir werden dich wahrscheinlich trotzdem nochmal besuchen. Je nachdem, wie viele Häuser wir jetzt hier noch haben. Wenn das neue Pack kommt, das kommt ja am 7. Dezember, glaube ich, raus, haben wir ja nochmal... hallo, Alessia, Mia, was macht ihr da? Ihr sollt hier nicht rumknutschen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier eine Liebesbeziehung aufgebaut haben, aber na gut. Ich bin jetzt abgekommen davon. Genau, ich wollte sagen, dass am 7. Dezember kommt ja das neue Pack raus. Das heißt, glaube ich, zu vermieten. Und wenn wir das Pack haben, haben wir eine weitere Stadt, wo wir eben die Sims ausrauben können. Natürlich kommt dazu dann auch noch ein Video, was in dem Pack alles drin ist und ob sich das Ganze lohnt. So, dann müssen wir jetzt hier einmal schauen, dass wir Conny in die Rückentrage setzen. Dann würde ich doch einfach mal behaupten, macht ihr doch einfach mal eine kleine Schneeballschlacht. Das fördert dann auch euer Zusammenhalt und Conny kann sich dann ein wenig ausruhen, bevor wir dann hier neue Sachen stehlen können. In der Zeit, wo die beiden hier spielen, schaue ich jetzt mal, was ich hier noch mitnehmen kann. Wir könnten ihnen natürlich den Herd stehlen. Dafür müssten aber beide schlafen. Ich gehe mal ganz kurz in den Baumodus rein. Ich habe jetzt so an dem Haus nichts verändert. Wie gesagt, ich habe einfach nur das Babybett von Wendy dorthin gestellt. So, jetzt sind wir allerdings in der Lage, hier wieder Sachen zu stehlen. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob wir hier irgendwo eine Toilette haben. Ne, wir haben ja auch keinen Toilettenbusch. Das ist natürlich so ein bisschen schlecht für uns. Das heißt also, wir sollten vielleicht hier erstmal das Waschbecken stehlen. Hier sind wir jetzt schlauer gewesen und haben die Aktion mit Alessia abgebrochen und gehen jetzt einmal hier hin und werden dann hier das Ganze stehlen. So, Conny, leg dich bitte einmal dahin. Schau gut zu, wie man das macht. Und auch hier, was? Mir wurde erwischt? Hä? Hallo? Warum wurde mir erwischt? Könnte es vielleicht sein, dass Conny uns erwischt hat? Also, dass wir das nicht machen dürfen, auch wenn ein Haushaltsmitglied da ist. Aber das ist ja irgendwie
Ja gut, es ist irgendwie eigentlich logisch, wenn das so wäre, weil Conny war jetzt die Einzige, die hier mit im Raum war. Und ja, ich würde sagen, da müssen wir weitergehen. Wir schnappen uns dann einfach Conny und ziehen diesmal leider weiter. Da sind wir angekommen bei Enola. Enola und Enrico stehen jetzt hier einfach vor der Haustür. Wir werden jetzt hier einfach mal anklopfen, sodass wir dann auch rein können. Und dann werden wir uns dann erstmal ein wenig auf die Toilette begeben. Oh, das ist gut. Die Sims haben richtig viele Betten. So, Mia, du begibst dich dann jetzt hier einmal auf die Toilette. Okay, ich sehe gerade, die beiden haben drei Kleinkinder. Das ist natürlich ein klein wenig, ja, unpraktisch. Aber mal schauen, ob Conny vielleicht hier mit Jonas. Oh, wir können Jonas anlächeln. Ist das nicht süß? Jonas Junior, weil ich glaube, ihr Mann heißt auch Jonas. Oder ist das Enrico? Ne, es ist Enrico. Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einmal mit dem kleinen Jonas etwas interagieren. Und in der Zeit, wo Mia sich jetzt hier einfach auf das Bett begibt, können wir ja hier einmal versuchen. Ne, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten hier da schon mal etwas stehlen. Dann, Mia, mach du doch einfach mal ein Nickerchen. So, und dann stellst du sie bitte deiner großen Schwester vor. Enola, mal schauen, wie sie drauf reagiert. Oh, ist das nicht süß? Also auch Enola reagiert sehr positiv auf Conny. Nicht so wie Paul. Ich glaube, Paul war das, der Mia angeschrien hat, nachdem Sophie gestorben ist. Conny ist einfach nur müde. Dann, okay, würdet ihr bitte flirten ohne meine Tochter auf dem Arm? Aber ich glaube, ich muss hier auch Enola nochmal zurücksetzen, weil sie möchte Conny einfach nicht abgeben. Dann werde ich jetzt Conny einfach mal hochnehmen. Und ja, eigentlich könnten wir Conny ja trotzdem hier in den Schlafeimer legen. Gute Nacht, kleine Conny. Schlaf gut bei Tante Enola. Und dann gönnen wir uns natürlich hier etwas zu essen. Und nachdem wir das gemacht haben, werden wir uns natürlich dann auch ins Land der Träume begeben. Denn wir haben schließlich Freitag 20 Uhr und damit Mia eben, ja, gut in ihrem Geschäft arbeiten kann, muss Mia dann auch ausgeschlafen sein. Und jetzt ruft Carlotta uns an und sagt, hey, ich habe eine Karte übrig für die Oper. Möchtest du mitkommen? Und ich würde sagen, wir schicken die gute Mia dann einmal mit. Mia, steh bitte auch wenn du richtig müde bist. Aber, was machst du? Hallo? Ich dachte, du lässt sie jetzt bei deiner Schwester. Okay, Mia ist zu Hause angekommen, hat nur ein Bein. Aber Mia möchte in die Oper gehen und zieht sich einfach mal ihr Hochzeitskleid an. Und von Opa ist jetzt keine Spur mehr. Dann würde ich sagen, so wie die liebe Mia mit ihrer Tochter Conny hier steht, sehr wütend und sehr enttäuscht sind beide, weil ja sie doch eben nicht auf die Oper geht. Lassen wir die Familie Frost auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann definitiv unser Geschäft eröffnen. Okay, ich weiß auch nicht, was es hier ist. Vielleicht sollte ich die CC-Kleider mal aussortieren. Auf jeden Fall werden wir in den nächsten Teilen weiter unsere Familie ausrauben. Wir werden ja dann morgen, also morgen für Sims Samstag, werden wir dann definitiv auch noch ja, das Geschäft eröffnen. Und ich bin wirklich gespannt, wie viel wir da rauskriegen werden. Wir hören uns definitiv in einer meiner nächsten Videos wieder. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!